Also, wir haben wollten Menschenströme erfassen mit Hilfe von Sensoren. Und dann haben wir die Sensoren angeschlossen und dann kann man halt wissen, wie weit die weg sind. Und dann geht das ja weiter weg, wenn da nichts ist. Das heißt, so kann man auch gucken, wie viele Menschen da durchgehen und wie schnell die gehen. Und ja, und er erklärt euch jetzt, wie das funktioniert. Genau, vielleicht noch, warum erfassen wir die Menschen mit Sensoren? Also wir haben jetzt Ultraschallsensoren und ein Infrarot-Entfernungsmesser statt einfach mit Kameras und Gesichtserkennung. Und zwar einmal, es ist absolut anonym, weil an der Kamera kann man immer irgendwie das Videosignal abzweigen. Bei einem Ultraschallsensor kann man kein Bildsignal abzweigen, egal wie sehr man sich anstrengt. Was kann man dann mit den Daten machen? Also im Moment lassen wir sie nur in so Messageboxen ausgeben. Man könnte die eventuell in weiteren Stadien dann noch speichern oder auswerten. Man könnte damit zum Beispiel Gebäude so planen, dass Menschen konfliktfreier sich da durchbewegen können. Also dass es weniger Staus gibt. Oder öffentliche Plätze, auch genau das Gleiche, dass Menschen einfach sich viel, viel fließender da durchbewegen können, ohne eben miteinander zu kollidieren. Und dann habe ich mit dir zusammen mich hauptsächlich um den Ultraschallsensor gekümmert und du hast da diese kleine Warnleuchte drauf gebaut. Ich werde euch jetzt kurz erzählen zum Ultraschallsensor. Der misst die Entfernung, ich glaube ungefähr 10-mal die Sekunde. Und er rechnet dann daraus die Geschwindigkeit pro Sekunde, also in Metern pro Sekunde wird es, glaube ich, ausgegeben, müsste es, von Objekten, die sich durch das Feld, durch das Messfeld begeben. Wenn einer von euch vielleicht mal da ein bisschen mit der Hand rumfuchtelt, kann man sehen, wie sich die Werte verändern. Dann sieht man, dass beim auf den Sensor zubewegen negative Werte ausgegeben werden und beim vom Sensor wegbewegen positive Werte. Somit kann man dann, wenn man das irgendwo installieren würde, auch die Bewegungsrichtung der Menschen feststellen. Man könnte das noch mit Zeitdaten verknüpfen, sodass man dann wunderschöne Schaubilder erstellen könnte. Du erzählst ihnen jetzt, glaube ich, noch was über darüber, wie du die Ampel da gebaut hast. Ja, also ich habe diese hübsche kleine Ampel hier gebaut. Und die Idee war eben, dass dieses hübsche kleine Ding die Entfernungsdaten von dem Sensor her bekommt und im Prinzip über If-Abfragen dann entscheidet, ab einer bestimmten Entfernung geht hier die rote Lampe an, ab einer bestimmten anderen Entfernung die gelbe. Na? naja. Und das Ganze ist eben zu dem Zweck gedacht, dass die Menschen halt eben vielleicht den Sensor nicht allzu sehr blockieren. Also der Anton und ich, wir haben uns hier mit dem Infrarotsensor beschäftigt und wir haben geguckt, wie viele Personen an diesem Sensor vorbeigehen. Das haben wir einfach so gemacht. Der Sensor gibt uns einen bestimmten Wert aus und dann haben wir geguckt, ohne Menschen, der da durchgeht, welchen Wert wir da rausbekommen. Das war so zwischen 0 und 100 immer. Und dann haben wir geguckt, welcher Wert herauskommt, wenn eine Person da durchgeht. Der lag so bei 300 bis 400 im Durchschnitt. Und dann haben wir einfach geguckt, ob der Wert, der momentan rauskommt, größer als 100 ist, weil dann wird es auf jeden Fall eine Person durch sein und dann haben wir auf die Person immer einen dazu addiert. Ja, der Anton erzählt euch jetzt noch über die Probleme, die wir hatten. Also natürlich wussten wir von Anfang an genau, wie wir alles schreiben, aber leider funktioniert das nicht ganz. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, irgendjemand mochte uns einfach nicht und hat da immer rumgefuscht. Jedenfalls gab es auch einfach Probleme, die wir nicht bedacht haben. Zum Beispiel, ich meine, warum sollte man vor so einem Ding stehen bleiben eigentlich? Ne?
gibt es keinen Grund, warum man vor so einem Messer stehen bleiben sollte. Aber wir müssen ja für das Worst-Case-Szenario ausgehen, halt, dass einfach jemand stehen bleibt. Und naja, es hat einfach weitergezählt, was schlecht ist, weil man hat dann plötzlich 1 Million Leute durchgehen, aber eigentlich waren es nur 3. Und hat einer, der stehen geblieben ist. Und am besten halt haben wir es dann so gemacht, dass wir 2 Messungen vorgenommen haben, leicht zeitversetzt. Und dann wurden diese beiden Messungen miteinander verglichen. Halt, und wenn das Ergebnis dann nicht gleich 0 war, heißt es ja dann, dass da einmal eine Person stand und dann einmal nicht. Das heißt, die Person ist nicht stehen geblieben und das wurde dann gewertet. Wenn die beiden Werte gleich waren, also gleich 0, wurde es einfach nicht mitgezählt. Und dann hatten wir auch noch zum Beispiel das Problem, dass wenn man reingegangen ist, gezählt wurde und wenn man rausgegangen ist, gezählt wurde. Oder halt zum Beispiel mit der If-Schleife hatten wir Probleme und das war auf jeden Fall sehr anstrengend zu lösen. Aber wir haben es, glaube ich, im Endeffekt geschafft. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass da die Mentoren zu viel rumzappeln, aber er zählt im Moment ziemlich viele Leute. Es kann sein, dass sich da schon wieder ein Bug eingeschleust hat oder die Mentoren müssten einfach nur mal stillhalten. Und ich bitte noch die Jury, die schönen Boxen zu beachten, die unsere liebe Paula designt hat. Aus Pizzakartons. Sehr nützlich. Und wir haben auch ausprobiert, man kann damit auch Ball spielen. Also, die sind stabil.